Oh Gott. Was habe ich hier? Stärke 3. Und hier ist Schärfe drauf. Okay. Dann verzaubern wir einfach mal ein Buch. Dann nehme ich auch wieder das dritte. 2, 3. Weil bis jetzt habe ich da immer Glück gehabt. Flamme 1. Na, ist eher gesagt so ein bisschen ein Mist. Naja. So, was haben wir hier noch sonst so drin? Gut, das Bett lasse ich einfach auch vorerst dann mal hier stehen. Obwohl, das steht hier so blöd. Mit dem Raum dann setze ich das eher, weiß ich nicht. Hier in unser Verlies rein. Okay, so. Wird schon Nacht oder wird schon Nacht? Okay. Man kann nur nachts schlafen anscheinend. Dann werde ich einfach mal eine Uhr bauen, damit ich endlich weiß, wie spät das ist. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt auf die Reihe. Uhr. Sehr schön. Na, okay. Rein da. So, habe ich hier noch so einen Holzrahmen? Nee. Dann brauche ich eine Leder. So. Jawohl. Gut. So, wo könnten wir uns da oben eine Uhr hinmachen? Das ist irgendwie alles nicht symmetrisch. Müsste ich es eher da so darüber machen. Weil hier will ich ja sowieso eine Küche draus machen aus diesem Eck. So. Die Frage ist, funktioniert die auch, wenn die im Rahmen ist? Dann habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Und laut dem wird die Sonne jetzt ja untergehen. So. Veränderst du dich? Ja, hat sich gerade bewegt. Gut. Jetzt weiß ich ungefähr mal, wie spät das ist. Das ist auch gut. So. Puh, dann gehe ich jetzt noch schlafen. Gut, was könnte ich jetzt wirklich noch machen? Genau, angeln werde ich mal wieder gehen. Wenn ich da draußen jetzt die Katze sehe. Ach Blödsinn, die Angel ist ja oben. Die Angel ist ja oben. Damit wir endlich da mal wieder so ein Katzenbaby haben. Hopp, hopp, hopp. Gehe ich wieder auf meinen Platz darüber. Lieb's das letzte Mal ja schon ganz gut. Hopp. Lauf, lauf. Da drüben steht ein Schaf. Ach, das ist meine Beleuchtung. Jetzt dachte ich schon. Da hinten steht so ein Golem. So, jetzt will ich da schnell ein paar Fische haben. Na los! Na los! Beiß an! Na los! Sehr schön. Oh, da bekommt man jetzt auch Erfahrung. Aha. Gut. Was dich nicht. Na? 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 Hey! Wo ist mein Fisch? Ich wurde beschissen!
keine Ahnung, 4-5 sollten ja reichen, falls die Katzen ein bisschen verletzt sind. Und ich habe 3 Katzen, also ich kann eh nur 2 Bahn lassen. Na? Na komm. Komm. Hallo. Fisch, beiß an. Fisch, beiß an. Juhu, eine noch. Hey, wo ist mein Fisch? Na, warte du. Na? Hallo? So, ich würde sagen, das reicht mir vorerst mal. Schade, dass man Angeln oder so nicht verzaubern kann. Keine Ahnung, dass man da auch irgendwie Glück oder so drauf bekommt. Dass dann mehr Fische rauskommen oder irgendwie es schneller geht. Das wäre auch super. So, ich lasse einfach mal eine weiße und eine schwarze, oder? Okay. Ups. Ach, ihr habt schon. Ups, wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht schlagen. Ich dachte, ich kann dich mit der Angel auch auf den lassen. Na, du kleine Süße. Jetzt haben wir schon 3 Schwarze. Guck nicht so. Hundis sind genug. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit dir 7. Das ist mehr als ausreichend. Ja, Katzen werde ich mir noch ein paar machen. Dann kann ich die draußen in einem Balken hinstellen. Und dann habe ich dort schon mal keine Creeper. So, jetzt wollte ich noch was anderes machen. Was ich ja schon länger machen wollte. Das brauche ich da. Dann brauche ich das dazu. Wie ging denn das so? Okay, dann brauche ich hier nur 2 Fäden. So, das kommt wieder weg. Ich meine, du bist jetzt zwar kein... Dann machen wir es gleich ordentlich. Fisch und Fleisch. Ne, machen wir das so, so. Man, obwohl es eigentlich nur eine Sorte Fisch gibt, aber ja, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Kommst du hier rein? Ein Karöttchen. Kann ich das hier auch gleich kombinieren? Ach Blödsinn, das geht ja nur mit der guten Karottenroute, so. So, das kommt da wieder rauf, die Angel. Und, ach so, ein Sappo. Habe ich schon einen. Mist. Echt? Habe ich noch keinen Sappo-Drop? Das ist ja blöd. Okay, ich kann das Schwein aber auch so anlocken, glaube ich. Schon wieder Hunger. Ja, keine Ahnung, dann sperrt das Schwein. Irgendwo ändern. Das überlege ich mir dann noch. Vielleicht gebe ich so einen Schafen. So, davon müsste eh gleich irgendwo ein Schwein sein. Schwein, Schwein, Schwein. Schweini, hallo.
Schwein, wo bist du? Davon sehe ich schon eins. Ach, hier ist auch eins. Dann nehme ich dich. Sehr gut, du folgst doch der Route. Wunderbar. Na dann komm mal. Ach, wisst ihr was? Dann hole ich mir gleich ein zweites Schwein dazu. Dann lasse ich die halt auch da mal ein bisschen rammeln. Jetzt habe ich drei. Jetzt will ich noch ein viertes. Sonst muss eines wieder leiden. Das mag ich nicht. So schnell, bevor uns das fünfte da hinten sieht. Und dann muss ich mir wieder noch eins suchen. Er macht ganz schön Lärm da beim Gehen. Fällt mir auf. Kommt. Hallo? Ja, achso, du gehst dort herum. Ist in Ordnung. Kommt. Um den Erdblock herum. Ja, wunderbar. Folgt mir, folgt mir. Ja. Seh keine Monster, nein. Nein, Kuh, schau nicht so, das ist nichts für dich. Du magst sowas nicht. Hier sind wir. Hopp. Die Frage ist, wo ich euch wirklich hin, jetzt wo ich vier habe. Soll ich euch da wirklich zu den Schafen rein? Nee, ihr wollt nicht zu den Schafen, oder? Was mache ich da mit euch? Okay. Sind überall zwei hoch, oder? Ja. Dann kommt ihr nicht raus. Okay. Dann sperre ich euch vorerst hier ein. Ah, wieder zwei Kätzchen. So, dann hole ich mir noch ein paar Karotten. Dann machen wir uns mal Schweinebabys. Vier Reihen, genau. Sand kommt weg. So. Ja, während ich jetzt zu den Schweinen laufe, sage ich mal wieder danke fürs Zusehen. Ja. Ja, ich hoffe wie immer, dass euch die Folgen gefallen haben. Einfach was dazu in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwie was anders machen soll oder so. Bauvorschläge und so könnt ihr auch noch gerne machen. Oh, komm raus da. Ja. Und... Na? Ja. Passt. Nein! Jetzt fahr ich hier rein. So. Jetzt schnell beeilen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen, weiter teilen würdet. Damit die Community noch größer und so wird. Ich bin auch schon angestrengt am Überlegen, wie ich da irgendwie noch mehr Werbung für meinen Channel machen könnte. Es ist halt wirklich nicht schwer, weil es wirklich schon sehr viele Let's Player und vor allem YouTuber gibt. Aber ja, wäre wirklich schön, wenn ihr da irgendwie vielleicht auf eurer Facebook-Seite da meine Seite teilen könntet und vielleicht auch euren Freunden sagen, dass sie vielleicht dort vorbeischauen und dass die das auch weiter teilen. Wäre echt super von euch.
Ja, ich werde auch schauen, dass ich jetzt damit mein Renderprogramm irgendwie das hinbekomme, dass ich das vielleicht im Video einblenden kann. Dass man dann auch meine Facebook-Seite sieht und meine Twitter-Seite und so. Ja. Dann Abo, Kommentar, Daumen nach oben, auch immer sehr gerne gesehen. Ja, dann bleibe ich hier stehen und machen wir das nächste Mal hier weiter. Dann sage ich mal, danke, ciao, euer Grafus.